Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Neues Video. Diesmal direkt mit Aussicht. Das ist unser höchster Punkt für heute. Die Tour ist zwar nicht allzu lang, nur ca. 600 Höhenmeter, aber mit grenzgenialer Aussicht und auch mit einem mega Trail in der Abfahrt, den werdet ihr jetzt gleich sehen. Ist mehr oder weniger die ganze Strecke runter S2 und hat auch einige Blicke auf den See. Von dem her dranbleiben und eventuell nachfahren. Der Start ist schon mal recht eng. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das die Route sein kann, aber sie ist es. Da weiß man auch wieder, warum die zum Teil so kleine Autos fahren hier. Schaut mal, Lago di Idro. Und da unten ist unser Campingplatz. Hier die Auffahrt. Die hat auch voll, oder? Wer die wohl gefunden hat, hey. Irgendwas ist anders. Es ist heiß. Ich hatte es dieses Jahr schon mal. Ich bin ausnahmsweise vorne. Transalp. Mit Petra. Ja, wir sind aber nicht bei der Transalp, sondern schon direkt in Italien. Und Nico ist ganz begeistert von seinem neuen Rad. Deswegen hat er neue Kräfte entdeckt, glaube ich. So ein Schwachsinn. Was für ein neues Rad. Hast du auch ein neues? Ja, auch ein neues. Aber ich brauche immer ein bisschen, bis ich mich umgewöhne. Bisher ist uns nicht ein Auto oder sonst was begegnet. Okay, wir sind ein bisschen in der Mittagszeit unterwegs. Wir sind erst heute angereist. Aber es sieht wirklich genial aus und ruhiger und idyllischer könnte es gar nicht sein. Und heißer auch nicht. Also macht bitte den Fehler nicht und fahrt nicht bei 36 Grad los. 36 Grad und es wird noch heißer. Hör ich da ein Mimimi? Ja. Auch hier natürlich die ganze Infrastruktur komplett vom Ersten Weltkrieg. Wir machen jetzt noch eine kleine Fleißaufgabe zum Cima Cerreto oder so ähnlich heißt der. Circa 940 Meter. Über Adria und wir hoffen, wir haben ein bisschen Ausblick. Werden wir gleich sehen. Wir haben die Abzweigung zu dem Kleinen verpasst, deswegen sind wir jetzt bei Monte Cenzo gelandet und hier hat man einen grandiosen Blick über den Idrosee. Das ist jetzt eben das Gipfelkreuz des Monte Cenzo. Und der Ausblick ist genial, sind ziemlich genau 600 Höhenmeter vom Campingplatz da unten aus und hätte auch komplett einen Trail wieder runter. Also das Hinterrad kriege ich sehr leicht hoch.
damit ist die Tour für uns schon wieder zu Ende. Schaut mal, was wir für einen guten Platz ergattert haben. Direkt am See, wenn vielleicht auch nur für eine Nacht. Weil morgen geht es nochmal hier auf die große Runde und dann noch einen Tag Gardasee. Gardasee? See oder Ghana? Jetzt sind die Bremsen auch giftig geworden. Ja, die haben wir natürlich nicht angebremst, wir sind ja faul. Dann darf man immer nicht zu viel ziehen am Anfang, damit sie nicht verglasen, aber alles im grünen Bereich. Und jetzt geht Pizza essen, oder? Definitiv. Oh, da steht was im Hintergrund, das sieht gut aus. Ich kann es genau sehen. Ja, sehe ich auch. Aha. Da ist es im Hintergrund. Blau steht mir noch viel besser. Ja dann. Bleibt dran, bis bald und Daumen schreibt nach oben, mal nicht vergessen in die Kommentare, wie das Wetter bei euch so ist. Tschüss.